Fraktion das Wort. Und er wird auch die 5 Minuten einhalten. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, den Bürgern genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist eine wichtige, dringliche politische Aufgabe. Das Ziel muss sein, jährlich 350.000 Wohnungen zu bauen. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich aber auch deutlich sagen, die Anträge der Linken und der Grünen, die wir heute beraten zum Immobilienmarkt in Deutschland, bewirken genau das Gegenteil und sind deshalb grundsätzlich zu kritisieren. Aus vordergründigen politischen Beweggründen wird eine Immobilienblase geradezu herbeigeredet, geradezu erwünscht, um gegen rentierliche Großinvestitionen, etwa von Versicherungen, geradezu gehetzt. Diese rentierlichen Großinvestitionen sind für den Wohnungsbau dringend notwendig, weil ansonsten diese institutionellen Anleger gleich auf den Kapitalmarkt gehen, ohne dass der Wohnungsbau davon profitiert, meine Damen und Herren. Und lassen Sie zum Wohle der Wohnungssuchenden einfach Ihre Ideologie beiseite mit dem Vorwurf der Profitgier. Helfen Sie niemandem, schon gar nicht den Wohnungssuchenden, meine Damen und Herren. Die Wahrheit ist, wir müssen Nachfrage und Angebot zusammenbringen, die Rahmenbedingungen verbessern, damit wieder mehr Wohngebäude errichtet werden. Um die Situation in einzelnen Gebieten in Deutschland zu entspannen, müssen wir den Wohnungsbau weiter mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen ankurbeln. Um in Städten und Ballungszentren oder in Universitätsstädten für ausreichenden und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, brauchen wir auch zielgerichtete Fördermaßnahmen, zum Beispiel durch steuerliche Abschreibungsverbesserungen, wie wir sie eigentlich in dieser Legislaturperiode durchsetzen wollten. Aber da hat sich unser Koalitionspartner leider vom Acker gemacht. Entscheidend ist doch, dass die Privatwirtschaft Anreize erhält, um ausreichend Wohnungen zu bauen. Meine Damen und Herren, die Staatswirtschaft schafft das nicht, die 370.000 Wohnungen für die Wohnungssuchenden zu schaffen. Die Mobilisierung von privatem Kapital ist unverzichtbar. Das müssen Sie sich mal hinter die Ohren schreiben. Das ist die Tatsache, meine Damen und Herren. Und darin besteht der Handlungsbedarf und nicht immer mehr Vorschriften mit ideologischem Hintergrund. Ich bedauere außerordentlich, dass unser Koalitionspartner den Gesetzentwurf ihrer eigenen Ministerin zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus zerredet und letzten Endes gestoppt hat. Wir haben bis zuletzt gekämpft, meine Damen und Herren. Das ist ja, weil Ihre Ideologie selbst die Ministerin überschattet hat, meine Damen und Herren. Und dies ist ein Schaden für potenzielle Mieter, die wir letzten Endes schnellstens revidieren werden. Wenn wir hier Mehrheiten haben, werden wir die steuerlichen Anreize für den Wohnungsbau zum Wohle der Wohnungssuchenden letzten Endes beschließen, meine Damen und Herren. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Und eins müssen Sie sich auch letzten Endes merken. Es geht uns grundsätzlich auch um die Mietpreisentwicklung. Denn je höher die Kosten, desto höher die Mieten. Und Sie haben immer wieder durch Steuererhöhungen, durch Regulierung die Baukosten erhöht. Und damit erhöhen Sie auch gleichzeitig die Mieten. Auch das ist die Tatsache, meine Damen und Herren, dass wir hausgemachte Mietpreiserhöhungen durch Ihre Politik haben. Und es ist erstaunlich, dass Sie diesen Widerspruch nicht zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren. Gelungene Mieterfreundlichkeit ist letzten Endes etwas anderes. Und insbesondere schauen Sie die Grunderwerbsteuersätze an. Dort,
wo die Grunderwerbsteuersätze niedrig sind wie in Bayern mit 3,5%, gibt es weniger Share Deals, weil die Leute es nicht notwendig haben, die Investoren letzten Endes, weil sie einen niedrigen Grunderwerbsteuersatz. Wenn ich aber 6,5% Grunderwerbsteuer habe, wie in Brandenburg, 6% wie in Berlin, 5% wie in Baden-Württemberg, dann wollen die letzten Endes zur Rentierlichkeit die Steuern sparen. Das heißt, sie beklagt etwas, was sie selbst durch einen hohen Grunderwerbsteuersatz herbeiführen, meine Damen und Herren. Das ist die Tatsache, die Sie letzten Endes mal zur Kenntnis nehmen. Und deswegen, das Erste, was Sie machen, sind Übersteuererhöhungen. Letzten Endes bezahlt es der Bürger, letzten Endes zahlt es der Wohnungssuchende und letzten Endes zahlt es der Mieter, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dieser leidenschaftlichen Aussprache kommen wir jetzt zu den